Das Nachtleben in Algerien heißt Al-Qaida und es hat einen besonderen Vorteil für die Algerier. Neben dem Tee- und Kaffeetablett, unterpunktiert durch die Sprüche des Bougalat oder Fall. Sie sind beliebte Sprüche, gehandelt von Frauen und es ist eine der Brauche, die mit dem Monat Ramadan verbunden sind. Welches ist berühmt für Algier? Und auf der Ostseite Algeriens, der Ramadan ist eine Gelegenheit für die algerische Familie, freundschaftliche Beziehungen wiederherzustellen und unter den Menschen im Süden, sie essen zu Abend nach Tarawih gebeten und danach finden Familienabende statt. Das enthält sie mit Glut zubereitet. Diese Nächte sind für sie eine etablierte Gewohnheit. Der Heilige Koran wird rezitiert oder sie hören eine Art Lob namens Al-Khumaysa. Diese Ramadan-Versammlungen werden auch genutzt, um Besucher zwischen Familien auszutauschen.